Einen wunderschönen und wieder vielen Dank fürs Einschalten. Ja, der eine oder andere sieht sofort, wo ich sein werde, aber man sieht es ja auch am Titel. Dieses Video heute, da halte ich mich ausnahmsweise mal im Hintergrund, weil was soll ich euch hierzu erzählen? Das war damals der größte und bedeutendste Grenzübergang der deutschen Teilung gewesen. Es gibt aber schon zahlreiche Dokumentationen und auch bei Wikipedia und solchen Seiten, wer sich jetzt interessiert dafür, um was es hier geht, der kann sich das gerne anschauen. Ich habe jetzt lediglich eine Pause gemacht auf der Rückreise nach Hause und habe mir gesagt, gut, das nimmst du jetzt auf jeden Fall mal mit. Ich bin hier so oft schon vorbeigefahren, habe nie angehalten. Ist auch ein Stückchen weiter von zu Hause weg als wie der andere Kontrollpunkt Drei Linden. Den denke ich mal auch einige oder die meisten von euch kennen werden. Und ja, wie gesagt, wer was wissen will, ich habe einen Link von Wikipedia unten reingesetzt. Ich habe eine Dokumentation mit reingesetzt in eine Beschreibung. Ich schaue mir die ganze Sache jetzt an. Wer dabei sein möchte, darf das gerne auch tun. Dieses Video dient einfach dazu für einen aktuellen Stand. Gedreht wurde es im August 2023. Und ja, ich möchte die Bilder jetzt auf jeden Fall verinnerlichen. Ihr könnt gerne mitkommen. Viel Spaß dabei. Das Spaß behalten wir aber mal in Klammern. Die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Wir haben gearbeitet in Früh, Spät und Nacht, also kann man sagen 9 Tage, aber zwischendurch hätten wir mal frei, weil wir jetzt nicht mehr als 8 Stunden gewesen. Und nach diesen 9 Tagen hatten wir eben 3 Tage frei. Ja? Und das hat mich auch gereizt, ja. Die Freizeit, die man dann hatte. Allerdings war unsere Nachtschicht
11,5 Stunden und vom Sonntag zum Sonntag 12,5 Stunden. Meine gut, man hatte nicht die ganze Nacht zu tun, aber man musste ja fit sein. Die Kasse musste ja stimmen. Ja. Wir sollten kein Minus haben, weil wir ja da die DDR geschädigt hätten im Ansehen, weil wir dann hätten wir ja die, kann man sagen, die Bundesbürger betrogen und wir durften aber auch kein Minus haben. Wenn wir ein Minusdifferenz hätten, dann mussten wir es halt zulegen. Ja. Ja, dann muss ein Protokoll geschrieben werden und dann muss halt die Differenz bezahlt werden. Ganz egal, wie groß. Naja, der Aufgabenbereich war, wir haben in den ersten Jahren, was ja später weggefallen ist, Straßengebühren kassiert. Einmal für PKWs, auch für LKWs. Dann haben wir den Mindestumtausch getätigt. Fahrer vom Kraftverkehr, die sind ja auch in die Bundesrepublik gefahren. Wenn die ihr DDR-Geld durften sie ja nicht mitnehmen, dann haben wir das DDR-Geld deponiert. Wir haben Versicherungen abgeschlossen. Wir haben vom Veterinärhygienischen Dienst, die haben bei uns ihre Gelder eingezahlt. Naja, und sämtliche Währungen haben wir eingekauft und umgetauscht. Münzen verkauft, Briefmarken. Zwischen Helmstedt und Marienborn verläuft nun die Grenze zwischen sowjetischer und britischer Besatzungszone, der zukünftigen Systemgrenze des Kalten Krieges. Die Leute können nicht zur Arbeit, die Grenze ist so. Und dann bin ich mal runtergefahren mit dem Fahrrad und dann waren wir alle in die Stadt gezogen. Die Männer mussten viele Knochen, die nicht zur Arbeit hatten. So Leute, an dieser Stelle, ja, es ist gerade ein bisschen schwer, hier ist mich so eine automatische, habe ich ja gerade gefilmt, Ansagen mit Bildern, ja, also ich bin echt ganz schwer beeindruckt. Vor allem das hier, das finde ich richtig toll. Das sollte jetzt auch bloß ein kleiner Einblick sein für die, die das gar nicht kennen. Wenn ihr mal auf der Durchreise seid, ja, Marienborn, einfach merken, und ihr habt die Zeit, ihr könnt an der Autobahn anhalten, ihr könnt auch von der anderen Seite ranfahren, da ist ein Parkplatz. Schaut euch das unbedingt mal an, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja? Für mich ist es was Besonderes, weil ich interessiere mich ja nun mal dafür, das wisst ihr alle. Und wow, ich glaube, ich werde hier nochmal irgendwann herfahren und dann werde ich mir mal den ganzen Tag Zeit nehmen. Dann nehme ich vielleicht mal die Kinder mit, die sich dafür interessieren und das mir ganz in Ruhe anschauen. Natürlich ist da dann keine Kamera dabei. Leute, ich fahre jetzt nach Hause, ja, das war jetzt der letzte Halt gewesen. Und wie gesagt, ich empfehle mich, ich empfehle das hier und lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!